Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute die Buchneuerscheinungen Herbst 22 zusammen, also quasi das dritte Quartal. Ich mache das ja immer quartalsweise. Das heißt, ich zeige euch heute, welche Bücher im Juli, August, September erscheinen, die mich halt auch interessieren. Und ja, es tut mir leid, ich bin ein bisschen spät dran. Ein paar davon sind auch schon erschienen, aber ja, das war alles so nicht kalkuliert. Ich habe leider mit Corona meinen ganzen Drehplan ein bisschen nach hinten werfen müssen. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute das Video zusammen und ich freue mich auch schon sehr drauf. Normalerweise mache ich es ja immer so bei meinem Neuerscheinungsvideo, dass ich euch das Cover hier einblende und danach noch eine kleine Infobox mit Erscheinungstermin etc. einblende. Jetzt sind wir allerdings so spät dran, dass zwei der Bücher bereits erschienen sind, beziehungsweise es sind, ich glaube, drei oder vier Bücher bereits erschienen, aber zwei davon habe ich sogar schon hier und das ist auch gleich das erste, nämlich The Inheritance Games, Band Nummer 2. Wer den ersten Teil noch nicht gelesen hat, der skippt jetzt bitte mal kurz weiter, beziehungsweise schaltet einfach das Video auf Mute. Und wenn ich das Buch nicht mehr in der Hand halte, dann könnt ihr wieder den Ton anmachen, weil ich euch nämlich jetzt den Klappentext vorlesen werde. Ihr wisst, bei meinen Neuerscheinungsvideos lese ich auch von zweiten, dritten, vierten Bänden den Klappentext vor. Also, wer jetzt sich nicht spoilern lassen möchte zu Band 1, mal kurz den Ton runterdrehen. Ich erzähle euch nämlich jetzt, um was es geht. Warum nur hat der milliardenschwere Tobias Hawthorne ausgerechnet ihr sein gesamtes Vermögen vermacht. Ihr, einer völlig Unbekannten, anstatt seinen Töchtern oder seinen vier Enkelsöhnen. Eine Blutsverwandte ist sie jedenfalls nicht. So viel hat die junge Erbin inzwischen herausgefunden. Aber auf ihrer Spurensuche mehren sich die Hinweise, dass sie eine weit tiefere Verbindung zu dieser außergewöhnlichen Familie hat, als sie je ahnte. Die schillernden und charmanten Enkelsöhne des Patriarchen spielen derweil hinter den Kulissen ihr ganz eigenes Spiel. Und damit nicht genug treten weitere Gegenspieler auf den Plan, die Avery loswerden wollen, um jeden Preis. Ja, ich werde dazu mehr im Lesemonat sagen, aber das war eins der Bücher, auf die ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Das nächste Buch hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Ich mag extrem den Verlag. Deshalb habe ich mir die Programmvorschau auch mal angeguckt. Und da ist mir das nächste Buch ins Auge gesprungen vom Cover her zuerst einmal. Dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen und habe festgestellt, oh, das Buch ist ja auch schon erschienen und habe es mal direkt auf meine Wunschliste gepackt. Ich spreche nämlich von Cursed Worlds. Das ist am 13. Juli erschienen und guckt euch das Cover einfach mal an. Also wenn das nicht Jules schreit, dann weiß ich es auch nicht. Es ist auf jeden Fall etwas, was mich direkt angesprochen hat und ich erzähle euch jetzt, um was es geht. Sis und ihr Bruder Finn leben bei ihrer Großmutter, seit ihre Eltern vor vielen Jahren plötzlich mit Finns Zwillingsbruder verschwanden. Als die Großmutter einen Schlaganfall erleidet und ins Krankenhaus muss, hinterlässt sie ihnen einen Auftrag. Sie sollen nach Spanien reisen und den Sohn des Wolfes aufsuchen. Hinter dem mysteriösen Namen verbirgt sich ein Freund ihres Vaters, der ihnen als Einzige zeigt, was ihnen von ihrer Familie geblieben ist. Eine Gewandfibel, das heißt einen magischen Schmuck, der sie zur Überquerung der Weltengrenze befähigen soll. Sie kommen einem großen Geheimnis auf die Spur, einem Geheimnis, was sie alle töten oder ihre Familie endlich wieder vereinen könnte. Ja, Cursed Worlds ist auf jeden Fall auf der Wunschliste gelandet. Dem nächsten Buch habe ich auch so, so, so sehr entgegengefiebert, weil es auch der zweite Teil einer Reihe ist, bei dem mir der erste Band schon so gut gefallen hat. Ich spreche nämlich von Nebelschimmer. Und ich weiß nicht, wie oft ich euch das schon in die Kamera gehalten habe oder euch davon erzählt habe, aber es ist einfach ein wundervolles Buch. Also ich spreche von Instagram, ne? Da spamme ich euch regelmäßig mit diesem Buch zu, weil es einfach so, so, so toll ist. Mehr werde ich hier bei YouTube noch nicht sagen, bis der Lesemonat online ist. Und da werde ich vermutlich 5 Minuten lang von diesem Buch schwärmen. Ja, es geht nämlich um Kala und Jasper, auch wenn ich die ganze Zeit immer Jasper gelesen habe. Aber ich bin einfach Twilight addicted und
Für mich wird das immer Jasper bleiben. Zwei Herzen, damals Kala und Jasper. Sie waren das perfekte Pärchen, das, von dem alle dachten, es würde für immer zusammenbleiben. Doch manchmal hat das Leben andere Pläne. Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen und manchmal führen einen diese Entscheidungen weit weg von zu Hause. 1000 Bruchstücke. Heute, nach über einem Jahr, einem schrecklich schmerzhaften Jahr, ist Kala zurück in Deutschland. Endlich wieder zu Hause. Endlich wieder ihre Freundinnen umarmen. Einziger Minuspunkt, sie trifft auch auf ihren Ex. Und Jasper kann ihre Gefühle mit nur einem einzigen Blick immer noch ins Chaos stürzen. Nebelschimmer. Kommen wir jetzt zum ersten Buch meiner Liste, das noch nicht erschienen ist, sondern erst am 27. erscheinen wird. Ich spreche von Air Awoken aus dem Carlsen Verlag und guckt euch das Cover an. Das ist einfach ein absolutes Träumchen und wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, gibt es auch in der Erstauflage wieder einen Spezialbuchschnitt. Ich weiß nicht, warum das jetzt bei jedem Buch gemacht wird. Ich meine, ich persönlich finde die Buchschnitte toll und bin da manchmal auch ein bisschen angefixt, dann die Bücher schon in der Erstauflage zu kaufen. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen beknackt, dass die Leser so manipuliert werden, wenn man ja die Erstauflage, also wenn man diesen schönen Buchschnitt möchte, muss man es halt in der Erstauflage kaufen. Und ich kann da auch von mir sprechen, ich kann mir nicht jeden Monat 30 Bücher kaufen, nur weil sie einen schönen Buchschnitt haben. Es ist halt einfach so. Ja, nichtsdestotrotz hat mich die Story auch angesprochen, weil ja, Fantasy und ja, ich kann es gar nicht genau erklären, warum mich das Buch so angesprochen hat. Es hat einfach gematcht. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Ja. Es geht nämlich um eine epische Romantasy-Saga. Und mit dem Schlagwort hat man mich irgendwie dann auch direkt schon oder hat so mein erstes Interesse geweckt. Und dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen. Falla, ruhiges Leben in der Bibliothek von Solaris ändert sich für immer. Fehlt er nicht in S? Falas? Ruhiges Leben? I don't know. Ändert sich für immer, als die Kronprinz Altric, den mächtigsten Feuerzähmer des Reichs, das Leben rettet. Durch den Vorfall erwacht ihre Luftmagie und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen den beiden. Denn Falla ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Im ganzen Reich werden ihre Kräfte gefürchtet, doch für den Kaiser könnte sie die entscheidende Waffe sein. Die entscheidende Waffe, nicht Waffel. Oh, merkt man, dass ich noch nicht gefrühstückt habe, um den langherrschenden Krieg zu gewinnen. Inmitten von Intrigen und Machtspielen kommen Altric und Valla sich immer näher. Doch ihre Liebe bringt nicht nur sie selbst in größte Gefahr. Ich kann nicht mehr lesen, ich muss immer noch über die Waffel lachen. Ja, klingt auf jeden Fall auch unabhängig von der Waffel sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und vor allem, ich habe jetzt hier gerade nur mal Amazon aufgemacht, ich weiß nicht, ob ihr das seht, diese Karten, also wenn es da zu jedem Zeichen quasi so eine Karte gibt, finde ich das persönlich wieder richtig cool. Ja, auch wenn die im Endeffekt immer nur irgendwo im Regal rumliegen, aber ich bin einfach so ein Mensch, lieber haben als brauchen. Auf das nächste Buch freue ich mich schon richtig, richtig toll, weil Band 1 schon irgendwo zu meinen Jahreshighlights gehört. Nicht, weil es so furchtbar spannend ist, sondern weil es so ein richtiges Wohlfühlbuch war. Ich spreche nämlich von der Cherry Hill-Reihe von Lily Lucas. Da kommt jetzt der zweite Band auf den Markt. Und darin geht es dann auch um die Schwester unserer Protagonistin aus dem ersten Band. Oh Gott, ich soll es heute einfach lassen. Ja, es geht nämlich um Lilac. Ich denke, es wird Lilac gesprochen, also so werde ich es wahrscheinlich auch lesen. Für Lilac McCarthy, 24, ist Cherry Hill, die Obstfarm ihrer Familie, der schönste Platz auf Erden. Sie liebt ihren kleinen Farmladen, in dem sie Selbstgemachtes verkauft. Und natürlich das jährliche Peach Festival, das sie als Vorsitzende des Veranstaltungskomitees hingebungsvoll organisiert. Doch dieses Jahr droht alles anders zu werden. Beau Radisson, der Erbe der größten Obstfarm vor Ort, ist nach seinem Auslandsstudium zurück in der Stadt.
Bo hat Lilacs Leben schon einmal auf den Kopf gestellt. Nun verfolgt er große Änderungspläne für ihr geliebtes Peach Festival. Es dauert nicht lange, bis Bo und Lilac darüber kräftig aneinander geraten und Lilac feststellt, dass ihr Herz in Bos Nähe verräterisch schnell klopft. Das klingt schon wieder so schön. Ich bin ja der absolute Enemies to Lovers Fan. Am 10. August kommt dann auch ein weiterer zweiter Band. Irgendwie sind hier sehr viele zweite Bände dabei. Komisch. Ja, kommt auf den Markt You Broke Me Twice. Da habe ich den ersten Band auch schon gelesen und den fand ich richtig schön. Und hier ist es nämlich so, dass nicht in Band 2 ein anderes Couple im Vordergrund steht, sondern es wird mit den beiden aus Band 1 weitergemacht. Ja. Uns verband keine alberne Jugendliebe mehr, die einmal für immer gedacht war. Wir waren erwachsen geworden, so erwachsen, dass es mir im Herzen wehtat. Ich wusste an jedem vergangenen Tag, dass ich einen schrecklichen Fehler begangen hatte. Doch als ich endlich den Mut aufbrachte und Phoebe wieder sah, war kaum noch etwas von ihr übrig. Das Gefühl, das sich in meinem Bauch festsetzte, als ich Daryl plötzlich in Santa Monica begegnete, war eine grauenvolle Mischung. Da war die Wut, welche ich ständig in mir trug, und die Trauer um unsere endlos verpassten Chancen. Aber eines stand für mich fest: Ich wollte nicht mehr von ihm getrennt werden. So schön. Das nächste Buch auf meiner Liste ist tatsächlich auch ein zweiter Band. Wer hätte es gedacht? Und auch hier ist es so, dass Band 1 zu meinen Jahreshighlights gezählt hat, was mich total überrascht hat. Nicht, weil ich die Autorin nicht cool finde, toll finde. Ich hatte von ihr vorher noch nichts gelesen. Es war auch der erste New Adult Roman, den sie geschrieben hat oder veröffentlicht hat. Und jetzt kommt Band 2 von Valentina Fast, der da heißt Still Wanting You und erscheint am 17. August. Hier geht es auch wieder um eine andere Protagonistin, die man in Band 1 schon kennengelernt hat, und zwar um die Schwester der Protagonisten aus dem ersten Band. Um sich von der Trennung von ihrem Freund abzulenken, krempelt Amber ihr Leben völlig um. Sie stürzt sich gemeinsam mit ihren Pflegegeschwistern in die Renovierung des alten Hotels und sucht sich dazu noch einen weiteren Job. Dort läuft sie bereits an ihrem ersten Tag ausgerechnet Brian in die Arme. Brian, der ihr letztes Date war, bevor sie ihren Ex traf. Und mit Abstand das schlimmste Date ihres Lebens. Dann habe ich ein Buch auf der Liste, das, wie ich heute Morgen gesehen habe, aber nicht wie geplant erscheinen wird. Eigentlich sollte am 26. August der zweite Band der High Hopes-Reihe rauskommen, aber der Lux Verlag hat heute Morgen bekannt gegeben und Ava hat es auch bekannt gegeben, dass die Termine sich verschieben. Aus persönlichen Gründen hat Ava es nicht geschafft, die Reihe so zu beenden, wie sie es beenden wollte, beziehungsweise würde das Buch nur unter Druck erscheinen und ja, wie man bekanntlicherweise weiß, unter Druck wird's scheiße. Ne? Können wir einfach mal so stehen lassen. Deshalb wird das Buch erst im Januar erscheinen. Aber dann werde ich es auf meine erstes Quartal 23 Liste packen. Auf das nächste Buch freue ich mich schon so sehr. Und es ist ausnahmsweise ein dritter bzw. ein finaler Band einer Reihe. Ich spreche nämlich von Aurora Erleuchtet. Und wer die Reihe kennt, weiß, warum ich so strahle, weil sie einfach so cool ist. Sie ist einfach witzig. Wer Jay Kristoff kennt, der weiß, seine Bücher gehen nicht ohne eine richtig große Portion Humor. Und genau so ist es auch bei der Aurora-Reihe. Und ja, wir haben den Squad jetzt schon 2 Bände über durch die ganze Galaxie begleitet und es ist irgendwie super traurig, dass die Reihe jetzt endet, aber ja, ich bin super gespannt drauf, wie das Ganze aufgelöst wird, weil ich einfach noch so viele Fragen in meinem Kopf habe. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass es Aurora Erleuchtet heißt. Weil im Englischen heißt es, glaube ich, Aurora's End. Und das hat für mich halt so gar nichts mit Erleuchtet zu tun. Ich habe das dem Fischer Verlag auch schon gesagt, dass ich das mega kacke finde. Und dann haben die auch nur gelacht, ja. Yes. Und sie haben mir halt auch gesagt, warum es so ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit diesem Titel nicht zufrieden. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Was passiert, wenn man einen Haufen Loser und Außenseiter bittet, die Galaxie vor einem uralten, übermächtigen Feind zu retten? Der uralte Feind gewinnt natürlich.
Moment mal, nicht so schnell. Als wir Tyler Jones und seinen Squad 312 das letzte Mal erlebten, arbeiteten sie perfekt zusammen oder rasteten aus, während eine intergalaktische Schlacht tobte und eine uralte Superwaffe das Universum zu vernichten drohte. Natürlich ging alles total schief. Aber wie sich herausstellt, ist nicht jedes Ende ein Ende. Und das Team hat noch eine Chance, sein eigenes umzuschreiben. Vielleicht auch zwei. Es ist kompliziert. Und die Zeit läuft davon. Der Auftrag für Sila, Finn und Scarlett und Magalani. Freunde finden, Feinde finden und Geschichte schreiben. Kara, kein Problem. Der Auftrag für Tyler, Cal und Ori, sich mit zwei der meistgehassten Schurken der Galaxis zusammentun. Okay, das auch. Aber können sie die Galaxis wirklich retten? Dazu bedarf es schon eines Wunders. Also, wie man anhand des Klappentextes schon sieht, ist das einfach super humorvoll geschrieben. Und wer den Squad erlebt hat, der fiebert dem Ende auch mit mir entgegen. Dann kommen wir zu einem Buch, das ganz neu auf den Markt kommt als Reihenauftakt. Ich habe davon auch noch nicht viel gehört auf Bookstagram, also irgendwie ist noch so ein bisschen undercover. Aber es hat mich halt direkt angesprochen und ich spreche von Dark Sigils, ich denke so heißt es, was die Magie verlangt. Früher existierte Magie nur in Träumen. Sie war eine geheimnisvolle Kraft, die Wunder vollbringt. Aber so ist Magie nicht. Das weiß Rain besser als jeder andere. Wahre Magie ist düster und gefährlich. Und dennoch Rain's einzige Chance, in den armen Vierteln Londons zu überleben. Mittels besonderer Artefakte, den Sigils, hat sie gelernt, die blauschimmernde Flüssigkeit zu nutzen und mit ihr zu kämpfen. Doch als die Magie außer Kontrolle gerät, kann Rain nur ein einziger Junge helfen. Er herrscht über die mächtigen Sigils der Welt und stellt sie vor die Wahl. Entweder die Magie in Rains Adern wird sie töten oder sie bindet ihr Leben an die Dark Sigils für immer. Ich habe das Rain immer so komisch ausgesprochen, weil das R-A-Y-N-E geschrieben wird. Und ich denke mal, es wird wie das englische Wort für Regen, Rain, ausgesprochen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf das nächste Buch freue ich mich schon sehr, weil es einfach komplett aus meinem typischen Raster rausspringt. Ich spreche nämlich von Fake, wer soll dir jetzt noch glauben, von Arno Strobel. Und zu diesem Buch gibt es auch eine Background-Geschichte. Wie ihr wisst, bin ich ja Gründungsmitglied des Drachenwinkel Buchclub. Das heißt, wir sind ein kleiner Buchclub, ansässig hier im Saarland teilweise. Und wir lesen jeden Monat ein Buch zusammen. Der Drachenwinkel ist so eine kleine Buchhandlung hier im Saarland und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die September-Leserunde zu Fake zu leiten. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann kommt im September auch der Arno ins Saarland und wird eine Lesung im Drachenwinkel halten. Und ich gehe mal davon aus, dass ein paar von uns vom Drachenwinkel Buchclub Squad, Drachenwinkel Buch Squad, wie man es auch immer nennen möchte, auch vor Ort sein werden und vielleicht auch die Möglichkeit haben, mit ihm zu sprechen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich erzähle euch jetzt mal, um was es geht. Du warst es nicht, aber sie haben dich auf Video. Wer soll dir jetzt noch glauben? Patrick Dostert freut sich auf einen freien Tag mit seiner Frau Julia, als noch vor dem Frühstück zwei Beamte der Kripo Weimar vor der Tür stehen. Patrick bittet sie herein und von einer Minute zur anderen ändert sich alles für ihn. Er wird verdächtigt, 3 Tage zuvor eine Frau misshandelt und entführt zu haben. Patrick hat ein Alibi für die Tatnacht, doch der einzige Zeuge, der ihn entlasten könnte, bleibt unauffindbar. Und die beste Freundin des Opfers belastet ihn schwer. Patrick beteuert seine Unschuld, bis das Video auftaucht. Das Video, in dem er zu sehen ist, das ihn überführt, obwohl er das Opfer noch nie gesehen hat. Aber das glaubt ihm keiner. Er kommt in Haft und soll verurteilt werden und kann absolut nichts tun, denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte, oder? Ich habe mich damals für das Buch gemeldet, übrigens, weil ich es so witzig fand, weil es einfach Patrick und Julia ist und Malers Papa ja auch so heißt. Und ich das Ganze mega witzig fand. Als nächstes möchte ich ein Buch vorstellen, auf das ich mich auch schon arg freue. Und Spoiler-Alarm, es ist ein 2. Band. Das ist dieses Mal echt mega witzig. Ja, ich spreche nämlich von Kingdom of the Wicked. Ja, es geht endlich weiter mit Emilia und Wrath. Ich freue mich schon sehr, 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 sehr darauf, weil ich aktuell ja voll im Hexen-Story-Modus bin, weil ich ja selbst an meinem Projekt über Hexen schreibe.
und deshalb Kingdom of the Wicked hart gefeiert habe. Auch hier bitte wieder runterskippen, wenn's, oder Ton runterdrehen, wenn ihr nicht wissen wollt, wie es im zweiten Teil weitergeht, weil ihr den ersten noch nicht gelesen habt. Ich sage euch immer, im Vorfeld ist ein zweiter Band und dann müsst ihr einfach selbst entscheiden, ob ihr euch den Klappentext anhören wollt oder nicht. Ja, hier kommt er. Nachdem sie ihre Seele in einem Pakt verkauft hat, reist Emilia mit dem mysteriösen Fürsten Wrath an den Hof der Wicked, wo sie eine verführerische, düstere Welt der Sünden erwartet. Die oberste Regel am Hof der Höllenfürsten lautet: Vertraue niemanden. Emilia hat geschworen, alles zu tun, um den Mord an ihrer Schwester Victoria zu rächen. Doch zwischen den intriganten Fürsten, ihren luxuriösen Anwesen, geheimnisvollen Partyeinladungen und sich widersprechenden Indizien fühlt sie sich einsamer als jemals zuvor. Kann sie wenigstens Wrath vertrauen, ihrem ehemaligen Verbündeten wider Willen, oder verheimlicht er ihr eine gefährliche Wahrheit über seine wahre Natur? Emilia begibt sich auf die Suche nach einer Reihe von magischen Gegenständen, die ihr dabei helfen sollen, in ihrer eigenen Vergangenheit versteckte Hinweise zu enträtseln und ihr die Antworten zu liefern, die sie sich so schmerzlich ersehnt. Zahlreiche Herausforderungen stehen bevor, nicht die geringste davon, wie sie mit ihren Gefühlen für Wrath umgehen soll. Es wird so schön. Am 13. September erscheint dann ein weiterer Band der The Secret Book Club Reihe im KISS Verlag und da freue ich mich auch schon arg drauf. Ich habe zwar erst Band 1 gelesen und das hier ist glaube ich schon der 5., aber Band 1 war toll und ich höre so viel Positives von dieser Reihe, dass ich den 5. Band auch unbedingt auf die Liste setzen muss. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, er heißt Kein Weihnachten ohne Liebesroman. Also es wird eine Weihnachtsstory und deshalb finde ich es ein bisschen komisch, dass die schon im September erscheint. Aber warten wir mal ab, ob das wirklich so weihnachtslastig wird oder nicht. Als berühmter Musiker ist Colton Wheeler es nicht unbedingt gewohnt, dass Frauen vor ihm flüchten. Doch Gretchen Winthrop hat genau das getan. Nach einer perfekten gemeinsamen Nacht ist die Anwältin aus seinem Hotelzimmer gerannt, als wäre ihr der Teufel persönlich auf den Fersen. Und Colton hat nicht die geringste Ahnung, warum sie jeden Kontaktversuch abblockt, bis sie ihn ein Jahr später aufsucht, um ihm im Namen ihrer Familie ein geschäftliches Angebot zu unterbreiten. Colton macht ihr ein Gegenangebot. Entweder geht sie mit ihm aus und liest nebenbei noch einen Weihnachtsliebesroman, oder er sagt ihrer Familie ab. Wenn man gute Absichten hat, ist ein kleines bisschen Erpressung doch erlaubt, oder? Einen Tag später erscheint ein zweiter Band der Reihe von Nena Dramutani, der da heißt The Way You Crumble. Da habe ich ja gerade erst den ersten Band gelesen und ich freue mich auch schon arg auf den zweiten. Hoffe einfach, dass in dem nicht ganz so viel toxische Beziehung thematisiert wird. Auch wenn ich das Thema wichtig fand, fand ich es trotzdem halt irgendwo auch ungesund, was da passiert ist. Aber im zweiten Band geht es um Echo, die lernen wir auch schon im ersten Band kennen und die fand ich eigentlich ganz cool. Aber irgendwie so, sie ist anders cool, sagen wir mal so. Echo ist wütend und zwar schon seit sie denken kann. Wütend auf ihre Mutter, die sich das Leben genommen hat, aber am meisten auf sich selbst, weil sie sich wie eine Versagerin fühlt. Nur ihrem Großvater zuliebe nimmt sie einen Aushilfsjob im Sterne-Restaurant Prisma an und ist überrascht, als sie Gefallen am Konditorhandwerk findet und an ihrem Kollegen Alexis, der jüngste Sohn der Restaurantbesitzer und mindestens genauso wütend wie sie. Er versucht nicht, Echo gute Ratschläge zu geben, doch das hat einen ernsten Grund. Alexis spricht nicht. Offenbar braucht er Hilfe, aber wie soll jemand wie sie ihm schon helfen? Während sie Seite an Seite feine Desserts kreieren, lässt Alexis näher ihre Nervenenden vibrieren. In Echo keimt plötzlich Hoffnung auf, eine glückliche Zukunft auf. Wäre da nur nicht ihre Vergangenheit, die alles zerstören könnte. Bin schon sehr gespannt. Echo war echt richtig cool. Last but not least beenden wir das Video mit einem Reihenauftakt, wenn ich das richtig gelesen habe. Zwillingskrone heißt das gute Stück und wird im Heine Verlag erscheinen. Und zwar am 14. September, genauso wie The Way You Crumble. Und da heißt es, vor 18 Jahren wurde das Königspaar von Eana brutal von einer Hexe ermordet. Schon wieder eine Hexe. Stimmt, da war was. Nur Minuten nach der Geburt der Prinzessin Rose. Der Vorfall hat den Krieg gegen alle magischen Begabten im Königreich neu entfacht.
Nun steht Rose Wellhart nicht nur kurz vor ihrer Krönung, sondern auch vor ihrer Hochzeit. Ihr Leben könnte nicht perfekter sein, bis zu der Nacht, in der sie von Hexen entführt wird und erfahren muss, dass alles, was sie über die Geschichte ihres Königreichs zu wissen glaubte, eine Lüge ist. Die Hexe Ren Greenrock ist Roses Zwillingsschwester und sie hat sich ihr ganzes Leben lang auf den Tag vorbereitet, an dem sie den Platz ihrer Schwester im Palast einnimmt, um sich zur Königin krönen zu lassen. Sie will den Krieg gegen die Hexen und die zu Unrecht verfolgt werden, beenden. Doch um das zu erreichen, muss sie alle um sie herum täuschen. Roses Verlobten ebenso wie den obersten Minister, der ein hinterhältiges Spiel treibt. Ja, da freue ich mich schon arg drauf, weil Hexen und weil Zwillingsthematik, es ist ja bei Kingdom of the Wicked genauso gewesen. Ja, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Das werden sehr, sehr coole Bücher, die ich auf jeden Fall alle irgendwann lesen möchte. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, ob ihr euch auf eins davon vielleicht auch freut, ob ihr von den ganzen zweiten Bänden vielleicht auch schon einen ersten Band gelesen habt. Ich weiß jetzt nicht, warum es nach dem letzten Klappentext abgebrochen hat, aber ich wollte euch jetzt nicht ohne Verabschiedung nach Hause lassen. Ich habe hier leider schon alles abgebaut und habe gerade erst festgestellt, dass es nicht mehr aufgenommen hat. Wunder der Technik. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Liste haltet. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!